könnte man wie so ein kleines Paradies beschreiben, ja, in dem wir uns hier befinden. Wir haben alles, was wir brauchen, direkt vor Ort. Na, man hat klassisch immer das Projektmanagement oben drüber stehen, die das Ganze koordinieren. Auf der technischen Realisierung dann eben die Systemingenieure, die das Ganze dann versuchen zusammenzuführen und dann hinten dran gelagert dann eben noch die Entwicklung, die dann eben diese ganzen Wünsche und so weiter in das Produkt umsetzt. Ja, wenn wir dann, es gibt immer wieder halt einfach, dass unsere Standardlösungen nicht ausreichend sind. Es gibt gewisse Requirements, die wir so noch gar nicht abdecken können und da ist dann eben die Entwicklung gefordert, die uns dann diese Funktionalitäten noch zur Verfügung stellt.